Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der FDP-Bundestagsfraktion, kurz vor der Fraktionssitzung zu einem Statement mit dem Fraktionsvorsitzenden Rainer Brüdelle. Bitte schön. Es sind ja heute verschiedene Themen aktuell, etwa die sich abzeichnende Tendenz bei den Gewerkschaften, bei der Überlegung, die Tarifeinheit gesetzlich neu zu regeln, Abstand zu nehmen. Es zeigt, dass es richtig war, keinen Schnellschuss auf den Weg zu bringen, sondern eine Regelungsdichte nicht voreilig anzupacken. Frau von der Leyen wird es sicherlich überdenken, ob das Gesetzesvorhaben weiter verfolgt wird. Bei der Energiepolitik gab es heute Diskussionen in den Medien. Der Generalsekretär hat deutlich gemacht, dass wir naturgemäß in einer Koalitionsregierung mit drei Parteien nicht alle unsere Vorstellungen durchsetzen konnten, aber eine klare Prägung erfolgt ist. Die Netzstabilität war uns ein wichtiges Anliegen, bezahlbare Preise und auch, dass die Folgekosten der Nutzung der Kernenergie, Stichwort Asse, durch das Fortbestehen der Brennelementesteuer weiter abgesichert sind. Es ist ja zunächst mal vielleicht etwas merkwürdig, dass eine liberale Partei für das Fortbestehen einer Steuer eintritt, aber es ist eine verursachergerechte Zurechnung von Aufwendungen, die sonst auf den Steuerzahler allein zukommen. Sie wissen, diese Woche wird auch die Debatte über Griechenland das Parlament erreichen. Wir haben morgen Abend eine Sondersitzung, wo auch bei uns die Kanzlerin und der Finanzminister zu Gast sein werden. Hier wird es darauf ankommen, dass man praktikable Regelungen auf den Weg bringt. Wir erwarten heute den Bericht, wie wir morgen, Mittwoch, der Troika, also der Europäischen Zentralbank, des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Kommission, über die Fortschritte in Griechenland. Und das zentrale Thema ist, Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Und es sind auch die Ideen, die Diskussion Richtung ESM prägen, dass wir Mechanismen finden, die die Ursachen der Schieflagen in den Ländern, die Probleme haben, Portugal, Irland, Griechenland, beseitigen. Das ist ein Mangel an Wettbewerbsfähigkeit. Im Kern braucht man, weil der Solidaritätspakt, wie er damals geschlossen wurde, offenbar nicht hinreichend wirkt, brauchen wir ergänzende Regeln, ich würde es nennen, ein Stabilitätspakt 2, in dem ein zentrales Thema ist, die Wettbewerbsfähigkeit der mit Strukturschwächen leider behafteten Länder zu stärken. Damit geht es im Kern. Das sind die drei Themen, die wesentlich neben der Technik heute in der Fraktionssitzung eine Rolle spielen werden. Wie immer gibt es eine Begleitmusik der perfekten Bundestagsverwaltung. Zur ersten Frage. Wir haben gestern keine formelle Abstimmung gemacht, aber ich habe Beisein des Bundesvorsitzenden gefragt, bevor er sich den Weg nach Amerika gemacht hat, wie viele im Raum noch nicht sicher sind, ob sie dem zustimmen können, das mittragen können. Es waren gestern 5, die sich noch Bedenkzeit ausgebeten haben, aber es war keine finale Abstimmung. Ich gehe davon aus, dass die Fraktion hoher Geschlossenheit auch den Regelungen zustimmen wird. Der Kollege Lindner hat zu Recht darauf hingewiesen, es ist die Aufgabe eines Generalsekretärs, was Vorstellungen sind, die er sich wünscht für die Partei und was das Ergebnis von Erörterungen im Koalitionsausschuss ist. Und der Koalitionskompromiss von 3 Regierungsparteien ist immer ein Stück anders als das, was er bezeichnet hat, FDP pur, das gilt genauso für CSU pur oder CDU pur. Das ist ein demokratisches Prinzip, das man sich findet. Das hat sicherlich der Generalsekretär unterstreichen wollen und damit deutlich gemacht, dass wesentliche Zielvorstellungen, die der Bundesvorsitzende und Wirtschaftsminister herausgestellt hat, in diesen Vereinbarungen umgesetzt werden. Wir werden ja erst morgen uns intensiv damit beschäftigen können, wenn wir die Berichte hören. Wenn wir die Berichte der Troika, der 3 Institutionen, die die Wettbewerbsfähigkeit, die Fortschritte, das Umsetzen Griechenlands der Auflagen zu analysieren haben, uns vorlegen, dann werden wir darüber auch debattieren. Wir haben den Grundsatz in der FDP, der sich bewährt hat, erste Informationen haben und dann Meinungsbildung durchzuführen. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann danke ich Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.